Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, die Lage hat sich jetzt auf Korinnes etwas entspannt und ich habe hier ein magisch leuchtendes Pergament, in dem, in dem wieder schöne Kommentare an mich gesendet worden sind, wie zum Beispiel auch von Admiral Tolvin. Und zwar schreibt er, da ich jetzt die Taverne befreit habe, müsste ich jetzt den Wirt in einer der Höhlen mal aufsuchen. Oder wird eine Suche, ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Und informieren, ja genau, richtig, dass die Taverne befreit ist, sonst sitzt er da ewig rum. Ja, danke für diesen Kommentar. Im Laufe der Folgen werde ich dann weiter berichten, auch wegen der Kommentare. Ich will jetzt weitermachen und schau mal, in welcher Höhle jetzt der Wirt. Ich glaube, der heißt Orléans oder so. Gucken wir mal eben. Miese Typen, das war's, richtig. Ich bin dem Wirt Orlan, genau, in einer Höhle begegnet. Er berichtet mir, dass einige Orte... Okay, ihr wisst Bescheid, ich gehe mal weiter und guck mal, wo ich denn mal den Wirt finden könnte. Gibt es hier in der Nähe eine Höhle? Schauen wir mal. Ich muss mal... Ach ja, da gibt es eine Höhle. Da und da und da und da. Ich schau mal, wo sie sind. Deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen so durch die Lande ziehen, gucken, wo Höhlen sind. Und wenn den Orléans ich getroffen habe in der Höhle, nachdem ich hier die Odyssee mache... Und immer noch mache. Die Odyssee der Höhlen. Ja, dann schalte ich mich wieder dazu. So, wir schalten um nach Boom. Ja, da fällt mir noch ein. Flüchtlingslager im Norden. Wo haben wir denn das gehabt? Korinnes Norden, okay. Gehen wir da mal hin. Da gibt es ja auch noch eine Höhle, aber ich glaube nicht, dass der Orléans da ist. Der Orlan. Nein. Meine Intuition sagt, es ist da. Nicht Bürger. Ignaz, nein. Bürger. Aber... Ich glaube, Lema hier von irgendwo mal gesehen zu haben. Lema. Kanter wird. Lass uns erstmal ab. Oder womit verdienst du jetzt dein Gold? Ich weiß es nicht. Ach. Witzbold. Wer soll mich denn in diese Einöde bitte schön beliefern? Etwa die Meinung? Ja, okay. Das war nicht der Wirt. Der wäre auch ein Name. Es gibt einen komischen Punkt. Da ist Lema. Aha. Man sagte mir, dass man dir deine Schatulle stehlen wollte. Wer ist hier Mann? Ich rede nicht mit jedem über diese Sache. Verstanden? Mit Mann meine ich Lord André. Wirst du nun mit mir sprechen? Na schön. Was willst du wissen? Hast du den Täter damals gesehen? Nein. Der Dieb ist in der Nacht da gewesen, als ich tief und fest geschlafen habe. Woher wusstest du aber, genau, dass Fellan der Dieb ist? Weil Gerbrand es mir gesagt hatte. Er hat ja gesehen, wie Fellan mir die Schatulle und den Goldteller gestohlen hat. Moment mal, ein goldener Teller wurde dir ebenfalls gestohlen? So ist es. Doch Fellan muss ihn gut versteckt haben, da das Ding bis heute nicht gefunden worden ist. Warum war eigentlich Gerbrand noch so spät in der Nacht unterwegs? Nie was ändern. Ich habe keine Ahnung. Da musst du ihn schon selbst fragen. Hast du sonst noch eine Frage? Nein, das war alles. Danke. Hä? Da muss ich mal nachgucken. Ja, das ist also unter der Verbannte. Gerbrand bestreitet, er beschuldigt Fellan der Dieb zu sein. Jetzt haben wir gerade eben mit Lema gesprochen, erzählt mir auch, dass ein goldener Teller noch verschwunden ist. Der ist aber bei Fellan nicht gefunden und ich sollte jetzt nochmal mit Gerbrand quatschen, so die Aussage von Lema. Dann gucken. Ach, da ist er, Fellan. Hey. Nein, nicht du. Nicht die das hätte ich dir vorher Bürgerin. Aber Gerbrand hey. Ist ja... Ist Gerbrand hier? Ist Gerbrand hier? Gerbrand war doch so ein gut gekleideter. Das kann ja nicht Herr Gerbrand. Jetzt bin ich wieder mal völlig. Bürger, das ist der Cardiff. Ja, nee, aber Gerbrand. Das sind doch die. Grimbald. Bürger. Muss mich wieder zurück orientieren. Mo. Das ist Papa und Mama. Das ist ein Gerbrand. Karl.
Mit da oben irgendwo Harad, Alvin und die Chipmunks. Nein, Regis. Gerbrand. War der nicht hier unten, Leute? Sorry, dass ich jetzt mal so wieder mal mich Fenia Rupert rumorientiere. Das könnte er sein. Ah, Spolter. Hat denn Gerbrand nicht auch so eine Kutte an? Na, okay, ich melde mich wieder, wenn ich Gerbrand gefunden habe oder auch den Wirt Orléans. Nee, Orlan. Zwischenstand. Ich bin jetzt gerade hier bei Xalas Turm und ich habe was gehört, und zwar Goblin-Geräusche. Bevor ich da irgendwie der Sache auf den Grund gehe, werde ich natürlich mich wieder umziehen. Und zwar, ihr wisst ja, die schöne Knochenjägerrüstung, Quatsch. Okay, dann werde ich mich natürlich auch ein bisschen verfüttern. Ich werde mich verfüttern. An wen? Ja, an die Goblins? Okay, ich glaube, das reicht dann vorerst mal, weil ich glaube noch, ich war noch gar nicht da in diesem Waldbereich, ne? Also da, wo Lester mal saß an dem Feuerchen. Vielleicht, ich weiß es nicht mehr. Ich muss mich mal kurz rumorientieren. Ja, da, hörst du sie? Da sind doch welche. Weißt du, die habe ich ja, den Kleinen habe ich ja hier genutzt. Da ist er. Schmalter Goblin, kaputt. Nicht zu holen. Ja, nicht zu holen, mein schmalter Goblin. Schauen wir mal. Ist noch hier ein paar gefährliche Sachen? Oh. Ja, aber ja. Ja, wo seid ihr denn? Links oder rechts? Ich geh erstmal hier. Ja, seht ihr? So. Das. Gut, dass ich mal so ein bisschen noch ein paar so Ausfallschritte mache hier, so Nebenquests. So, und hier geht es zu dem Wald da, wo Lester saß. Ich glaube, da habe ich mich damals nicht getraut, da weiterzumachen, weil da so viele schwarze Wölfe sind. Jetzt muss ich erstmal gucken, mich wieder reorientieren. Da wäre, glaube ich, noch eine Höhle. Und zwar hier links rum, genau richtig. Genau, here we go. Boah, der hat ja wieder mal einen Zug drauf, der Roland. Ja, das ist doch schön. Ruhe. Lüften. Na, hier siehst du, war ich noch nicht. Oh, gibt noch wieder leckeren, saftigen, frischen Apfel. Da ist nicht zu holen. Ach ja. Da gibt es noch eine Truhe. Ich hab's doch gewusst. Ja, ich bin so einer, der möchte es möglichst gründlich aufräumen. Mit 35 Gold kann man auch gut einstecken. So, jetzt aber zurück zu dieser ulkigen Lichtung da unten. Was ist eigentlich mit Lester? Ich dachte, der wollte noch kommen. Ja, shit, wieder verlatscht. Auch hier gibt's noch ein paar Dunkelpilze. Gut, so. Also immer bergab. Ja. Ja, genau, die habe ich Früchte, das weiß ich noch. Aber das hier habe ich nicht. Hier sind noch ein paar Heilpflanzen. Was? Fackelar? Nee. Oh, ich war doch noch nicht hier. Guck mal. Feuerball. Leichte Wunden heilen. Mana Essenz. Ha. Und hier noch ein bisschen Kräutergewächs. Heilkraut. Mal speichern. Denn das müsste ja eigentlich dann smooth sein. Immer lustig, bei so alten Orten wieder zurückzukehren. Stopp mal. Das sind noch Orks-Söldner. Ach, deswegen. Ja, was willst du denn hier? Knabbert mich an hier, der Wolf. Der böse Wolf. Ach, so ist das. Wie viel sind's denn? Kann ich es mit denen aufnehmen? Wir probieren geht über Studieren. Oh, die wollen ja gleich hier.
Hulk, der gefährliche Hulk. Oh, Mann. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Das war's. Na, da wollen wir da mal ein kleines Unwetter über die hereinbrechen lassen. Mach doch was. Steht da dumm rum? Werden die denn jetzt abgepfiffen oder was? Oder nur in meinem Bereich? Ich weiß es nicht. Ich krieg dich noch. Okay, ist nur einer da, wa? Okay. Ah ja. Incredible Hulk. Der war noch da. Was hat der denn alles hier? Mensch, alte Holzschild, Orgsalbe, Feuerfall, gebratene Fleisch, Schinken, Wacholder, Waldbeere, und ein Lederbeutel und Bromors Schatulle. Bromors Schatulle, na, das klingt doch wieder nach Questico Vinicio. Schön. Wo sind denn die anderen? Und zwar... da sind sie beiden, unterm Tannenbaum. Unterm Tannenbaum, da liegen sie richtig gut. Ach, mein Hintern wird warm. Kein Wunder, ich stehe im Feuer. Zu nah am Feuer. Ja, dann mal wieder füttern und da hinten noch den Rest aufräumen. Zip, zip, zip. Gucken. Ah, ich will auf die Wölfe zu. Und es ist wieder dunkel. Gucken. Ah, Blutfliege. Ach, da bist du. Schön gut getarnt, giftige Blutfliege. Die mir wieder zu hoch ist. Ja, super geil. Okay. Mal schauen, was die Wölfchen sagen. Okay. Kaputt, Nick. Ach, eine Riesenratte war das. Okay, ein Wolf, eine Riesenratte. Wieso haben die sich nicht gekabbelt? Normalerweise müsste ein Wolf so eine Riesenratte kabbeln, aber... noch eine Höhlinger. Oh, mit noch mehr Riesenratten. Oh, Riesenratten. Gibt wieder lecker Fleisch. Ja, und was verbirgt sich denn hier? Mittlerer Lederbeutel. Was verbirgt sich denn hier in dieser Höhle als ein paar kleinen Sachen und Schädeln? Schauen wir mal von Schwarzkopf. Aha. Jedenfalls ist da wieder so ein Steinsarg. Also zwei sogar. Zwei Steinsärge. Und ein Grab von rostigem Schwert. Ach nee, von Lothar. Oder Iota. Heilwurzel kann ich da eventuell, nein, kann ich nicht graben. Hätte sein können, dass ich wieder Leichenfledderei machen kann. Aber eben nicht. Dann geht's mal weiter. In den Regen, in die dunkle Nacht hinaus. Ja, ich hätte mir natürlich das Ziegenfellschlafsäckchen herbei cheaten können, so wie mir es Lord Admiral Tolwin. Nee, Tolwin? Glaube ja, ne? Ja. Admiral Tolwin empfohlen hat, aber ich will das nicht machen. Ich möchte nicht irgendwie was hier hineinschieten, obwohl ich es in meinen ersten Let's Plays ja gekauft habe auf... Oh, ist das dunkel hier. Das ist doch echt öde. Muss ich so machen. Ja, Leute, sorry. Ich cheate nichts hier herbei. Nur wenn es nur eben... Das hat aber auch seinen Reiz. Nur wenn es wirklich notwendig sein müsste. Wo bist du denn, Wolf? Wo bist du? Da ist er. Okay. Gut. Ja. Ich höre noch was. Hat auch was. Es hat auch was. Es hat auch was. Es ist dunkel und der Wolf knabbert an meinem Ärschlein rum. Ich weiß ja, das ist ja immer nur hier abgegrenzt mit... Oh, nochmal einen kleinen Lederbeutel durch hohe Felsen hier. Da wird also nicht viel sein. So. Hintergrund. Ich bin so blind wie Stevie Wonder.
Das ist ja auch kein Wunder hier, aber da haben wir ja auch natürlich noch eine. Nicht labern, hören. Das ist ja das Feuer als, was soll ich sagen, als Orientierungshilfe, als Lichtmarkierung. Hat denn einer von den Org-Söldnern mal wenigstens hier ein kleines Bettchen liegen? Nein, nicht. Gut. Dann speichern. Dann gucken wir doch mal hier bei Bromors Schatulle. Da noch irgendwie was steht. Ne, das sind mehrere Schatüllchen. Mal einen Lederbeutel aufmachen. 50 Gold erhalten. 25. Ja, ist doch ganz nett hier. Und nochmal. Okay. So, Bromor Schatüllchen. Das dürfte nur eine sein, ne? Also Gold glänzt ja hier aus dem Inventar heraus ohne Ende. Da ist er, glaube ich. Hier ist ein Lederbeutel, schwerer. Boah. Na, den nehmen wir doch auch mal gleich mit. Quest die rote Laterne. Moment. Bromors Schatulle. Moment. Quest die rote Laterne. Nicht die falsche Taste, sondern Quest die rote Laterne. Gucken. Da ist es. Ich habe Bromors Goldbeutel gefunden, den Hulk und seine Kumpane bei der Demolierung der roten Laterne entdeckt haben. Und das ist gut. Goldbeutel. Jetzt habe ich den aber schon aufgemacht. Hoffentlich macht das nichts. Gut, okay. Und seine Schatulle. Weil wir wissen ja, wo Bromor ist, das weiß ich. Zufällig, da könnte ich dann mal hin. Und ich werde mich mal hier rausbeamen. Und zwar am besten ja gleich hier zum Tuonas Hof. Oh, hoffentlich reicht das noch. Das müsste reichen. So, hier sind wir. Dann werden wir mal eine Runde puffen. Puffen. Ja. Dann puffen wir mal. Ach, ich wollte ja sagen, apropos puffen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch. Verdammt! Was ist los? Es klappt wieder, ne? So, machen wir bis zum nächsten Morgen. Jetzt haben wir gepufft, jetzt ist auch wie alles wieder hell und das rote Licht in der Nacht ist aus. Gestern war irgendwie, oder die Tage, wo ich das jetzt hier aufnehme, war irgendwo. Oh, ich will jetzt hier nicht lang. Ich muss aber hier lang, sonst hängt es wieder, ich weiß. War die Tage so ein lustig Spektakel auf der ganzen Welt. Das nennt sich irgendwie was Lichtfest 2020. Irgendwie, ja, jeder hat irgendwie mal so sein. Nee, da geht's ja runter zum Holzfällerchen. Ich muss dahin. Also in die Richtung. Ich schalte mich ein. So, angekommen Wärmwaller. Hier müssten sie sein, richtig. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Irgendwie eine Solidarität, aber zu was? Alles war in roter Puffbeleuchtung und selbst... Ja, das werden wir wohl haben, ne? Ja. Weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls da ist Broma übrigens, ich habe keine rote Lampe aufgehängt. Nachher denken sie hier, ich hätte hier ein Geschäft am Laufen. Apropos rote Laterne, ne? Fällt mir jetzt erst ein. Ich war in der Stadt. Und? Na sag schon, was du weißt. Steht die rote Laterne noch? Ja, sie steht noch, aber sie wurde vollständig verwüstet. Verdammte Orks. Dann haben diese bestimmt auch meine Ersparnisse gefunden. Verdammt, was mache ich nur? Warte, ich mache dir folgendes Angebot. Finde heraus, wer die rote Laterne verwüstet hat. Vielleicht hat derjenige noch mein Eigentum bei sich. Knöpf es ihm ab und ich bin bereit, dir mehr als nur 100 Goldstücke zu zahlen. Mal sehen. Wonach soll ich denn suchen? Nach einem Beutel mit 300 Goldstücken und nach einer Schatulle. Besonders diese Schatulle ist wichtig für mich. Hammer. Wenn du mir diese bringst, dann kannst du den Beutel mit den 300 Goldstücken behalten. Und ich lege sogar noch 100 Goldstücke dazu. Und was ist, wenn ich die Schatulle ebenfalls behalte? Oder diese zumindest zu Gold mache? Das wäre ein schlechtes Geschäft für dich. Die Schatulle enthält nur ein paar Schuldscheine von einigen ganz besonderen Kunden. Ach, du und nur ich weiß, wo diese Kunden zu finden sind. Na gut, abgemacht. Ich werde deine Schatulle suchen. Kann man die denn aufmachen? Das wäre natürlich der Hammer. So, wo waren denn die Sachen? Die waren natürlich weiter unten. Also Schuldscheine in der Schatulle, das wäre natürlich was ganz Neues. Da ist er. Nee? Kann sie nicht aufmachen. Okay, dann kann man sagen, dass Bromor seine Schatulle kriegt.
Ich habe deine Schatulle gefunden. Was, tatsächlich? Ja, hier ist sie. Dein Laden wurde übrigens von einigen Orksöldnern verwüstet. Verstehe. Die Kerle waren wohl sauer, dass meine Mädchen nicht mehr dort waren. Du sagst es. Diese Mistkerle. Na, immerhin habe ich meine Schatulle wieder. Hier hast du deine Belohnung. Ha, herrlich. Dann hätten wir das auch abgequestet, ne? Ja, unter erfüllte Mission. Genau, 400 Goldstücke habe ich gekriegt. Das ist doch cool. Muss mal speichern. Es gilt aber noch, den Wirt zu finden. Wegen seiner Taverne. Da muss ich jetzt noch mal ganz kurz gucken. Leider habe ich keine Karte der Höhlen. Das wäre natürlich cool, wenn man so eine Höhlenkarte hätte. Von Xardas Turm kommend und auf der Suche nach dem Wirt Orlan ist mir noch hier noch was eingefallen. Und zwar hier haben wir Cornelius. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Ich komme alleine klar. Lass mich in Ruhe. Okay. Dann ist gut. Dann hau ich wieder ab. Und wir sehen uns. Und zwar hier. Gucken wir eben auf die Karte. Und zwar hier genau in dem Südtor. Vor dem Südtor gehe ich mal hier runter, weil ich weiß, da war nämlich auch noch eine Höhle dahinter. Dem großen Schloss. Nein, hinter der Stadt. Burg. Und so weiter und so weiter. Dann müssen wir erstmal hier lang. Kann natürlich sein, dass natürlich hier auch noch irgendwas noch rumkreucht und fleucht und wächst. So wie hier. Ich hoffe, dass auch hier. Ich hätte mir das aufschreiben sollen, in welcher Höhle wer wo ist. Okay. Das war jetzt aber, glaube ich, nur Flavor-Geräusch oder was? Okay. Hier ist nichts. So, auf geht's hier rum. Ja, da war... Ach ja, richtig. Ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Das war auch so ein lustigen Kampf, den wir hier hatten. Ich nicht hier zum allerersten Mal auf so ein... Nee, das war auf einer anderen Insel. Auf so ein Waldgolem getroffen. Irgendwas anderes Lustiges. So, ich kann nur hoffen, dass hier einige Questtypen da sind. Dann schauen wir mal, wer hier herinnen ist. Ach, wo war denn das mit dem Bäcker? Bin ich an dieser Höhle auch vorbeigelatscht? Nee, ich habe mich ja woanders hin telefoniert. Bauer, Hilda. Hey. Hilda? Hast du was zu... Hier, nimm. Bist ein guter Kerl. Danke sehr. Obwohl du keinen Herd hast? Nee, das sieht schlecht aus. Lobart. Gib Acht auf deinen Hof. Gib Acht auf deinen Hof. Ich werd's versuchen. Haben wir nicht Lobards Hof befreit? Hä? Bin ich mal ein bisschen irritiert. Muss ich mal in den Dings gucken? Ins Logbuch? Moment. So, dann guck ich mal unter erfüllte Mission Orks auf Akils Hof. Orks auf Sekops Hof. Okay. So, und dann Orks auf den Bauernhöfen insgesamt. Das war ja André. Orks auf Bengas Hof. Benger mitgeteilt. Orks auf Loberts Hof. Ich habe Lobert mitgeteilt, dass ich die Orks auf seinem Hof beseitigen konnte, da es aber immer noch gefährlich ist. Ach so, das war ja richtig. Sorry, das habe ich schon mal vor Urzeiten gelesen. Ich werde mich weiter aufmachen. Also wenn hier oben die Taverne ist und hier ist der lustige See, der Lurkersee und hier eine Höhle, dann ist hier ein Bäcker, dann ist hier ein Bauer, dann ist Errol hier. Sehr gut, Orléans. Hey du. Orléans, oh sorry. Du kannst in deine Taverne zurückkehren, deinen Schlüssel zu stehlen. Du kannst in deine Taverne zurückkehren. Wieso sind die Kerle etwa fort? Ich habe sie unschädlich gemacht. Wirklich? Na, da fällt mir ja ein Stein vom Herzen. Na, dann kann ich ja zu meiner Taverne zurückkehren. Ja, und was machst du, wenn ein Spähtrupp der Orks vorbeikommt? In dem Fall werde ich mich wohl wieder in dieser Höhle verstecken müssen. Ach ja, bevor ich es vergesse.
Vielen Dank für deine Hilfe. Hier, nimm dieses Gold. Du wirst es sicher gebrauchen können. Tja, Orlon. Warte mal. Was kostet ein Zimmer bei dir? Mhm. Ja, okay, das können wir ihm alles später fragen. Aber, da war ja ein Bäcker dabei. Wieso stehst du noch hier? Hey. Hallo, ich hab da mal eine Frage. Tut mir leid, aber dafür habe ich jetzt keine Nerven. Der Überfall und die Flucht haben mich doch ziemlich mitgenommen. Und hallo? Hallo, ich hab da mal eine... Tut mir leid, aber da... Okay. Was, ich möchte mal wissen, was der Bagger hier für eine Funktion hat. So, Orléans. Orléans, wie komme ich immer um Orléans? Goblinbären. Nicht zu verkennen. Ja, die gehen jetzt hi-ho wieder zurück in die Taverne. Dann haben wir das auch erledigt. Und zwar gucken wir mal ins Logbuch. Aktuelle Missionen. Miese Typen. Orléans mitgeteilt, dass ich die Feinde beseitigen konnte. Er wird daher jetzt zu seiner Taverne zurückkehren, so wie wir das hier sehen. Jetzt überlege ich noch, was noch zu tun ist. Eine Nebenquest und solche Geschichten. Und da fällt mir ein, dass ich ja noch einen Schatz auszuheben habe in Jakenda. Und jetzt komme ich auf Taris, dich zu sprechen und mich zu bedanken für den Hinweis mit Ogerhöhle zu Ogerhöhle. Ich habe mich ja so schwer getan, da durchzufetzen nach Jakenda. Jetzt muss ich mal gucken, da war doch irgendwo, ja genau, das wird hier gewesen sein. Und das ist wirklich eine gute, ja, Irrlicht. Guter Tipp gewesen von dir. Und dann werden wir also Jakenda reisen, um noch gucken, ob wir da den einen Schatz noch finden. Ja, und hier sind wir. Erstmal reorientieren. Ich muss ja Richtung Wüste. Also erstmal zu Alligator Jack. Oder zu Gregs Piratenlager. Weil dann werde ich später mit Jenkins reden, um zu sagen, hey, ich hab alles. Ja, und von da aus rüber zu Jakenda, zur Wüste. Wüste. Ja. So, und auch da an dieser Stelle werde ich mal die Karte einblenden. Es geht ja noch das Kreuz im Norden. Und zwar habe ich von Taris auch wieder den Hinweis bekommen, hinter das geschlossene Tor kommst du... Achso, das ist gut. Das Kreuz im Norden solltest du aber schon finden können. Dazu gehst du unter der Unterführung im Canyon entlang. Am Ende findest du auf der linken Seite eine Höhle. Und der gute Alain schreibt, der letzte Piratenschatz ist nicht in der Höhle mit dem Steintor, sondern in der Höhle davor. Gucken, ob ich was damit anfangen kann. Okay, dann werde ich erstmal runtergehen und durch die Unterführung durch, wo immer die auch nochmal war. Und dann melde ich mich. Ich glaube, mit Unterführung ist dieses hier gemeint. Nein, nicht der Blauflieder Roland. Halt dich doch mal an den Kurs. So, ich gehe durch die Unterführung. Hab ich hiermit gemacht. Aha. 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 Da ist noch ein Bluthund. Wieso bin ich da noch nie gewesen? Speichern. Mal gucken. Was war das für eine? Ja, ein Bluthund. Und noch mehrere. So. Was wird noch hier sein? Das sieht doch eher nach Mine aus. Und tschüss. Und tschüss. Sie bluten, die Bluthunde. Gibt's jede Menge Krallen und Blauflieder hier. Bum, bum. Und schöne Sachen sehe ich gerade aus der Ferne. Mana-Elixier, kleiner Lederbeutel. Ach ja. Und hier, was gibt's hier? Natürlich nichts, nur eine Enge. Eine enge Enge. So, linke Seite. Das ist aber dann wohl die, ne? Gucke ich mal eben auf der Karte, ob das wirklich so nah ist. Ja, das ist sehr nah. Das könnte hinkommen. Coole Sache das. Ja, muss ja auch, weil hier nämlich Goblin-Krieger sind und Elite-Krieger und noch mehr von dem Gedöns hier. Zap, Zappalot. Weg damit.
Mach doch mal schneller, Roland, hier. Na, die sind aber fies hier. Die zappeln so wild umeinander. Und ein Schamane sogar. Mhm. Komm. Ein Häuptling. So, bin ich denn jetzt... Das loote ich später auf. Danke. Da ist der Schatz. Mal gucken, was da ist. Weil wir haben jetzt schon wieder Feierabend für die Folge. Guck mal. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, einen kleinen Lederbeutel. Steintafel der Magie und Pech. Glück. Ich sage mal Glück. Fell eines Schattenläufers. Noch ein Horn eines Schattenläufers. Wargfelle. Ja, Leute, ich glaube, das war wohl... Sehr, sehr gut, dass wir das mal bis hierhin geschafft haben. Ich werde... Oh, hier liegt noch was rum. Golem erwecken. Oh! Degen. Noch ein Degen. Okay. Für diese Folge werde ich mich verabschieden. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht beim Zusehen. Und schreibt wieder fleißig Kommentare, falls ich was irgendwie vergessen haben sollte. Weil ich gehe auch nach euren Anweisungen vor und das finde ich klasse. Das ist Teamwork. Schreibt ein Abo, ne? Immer, ihr wisst Bescheid. Mhm. Und einen Daumen. Und ich sage Tschüss.